Ja, herzlich willkommen. Ich habe es endlich geschafft. Ich habe die Aufnahme beendet und nach dem dritten Mal habe ich es endlich geschafft. Ich habe alle Rennfahrer erledigt. Das war eine krampfhafte Mission. Bisher bei Driver San Francisco. Du sitzt noch 30 Jahre hier. Ich verlange 30 Millionen. Das ist keine schwere Wahl. Beim nächsten Mal konnte ich mir dann einen Körper aussuchen. Und zack! Halt uns schön da, wo wir sind. Wenn Layla Sharon in der Stadt ist, muss Jericho was Ernstes planen. Er hat was vor. Ma'am. Sind Sie okay? Wie haben Sie mich gefunden? Das wollen Sie gar nicht wissen. Odell Williams und Darius Spencer. Die arbeiten beide für Jerichos Crew. Komm schon, John. Komm wieder zurück zu uns, Kumpel. Ja. Und ich habe jetzt schon die Befürchtung, dass in dieser Folge wieder die GEMA mir wieder auf die Folgen nervlige Art geht und mir wegen diesem Song, der gerade in der Sequenz war, was hier, finde den gestohlenen Platin. Wir brauchen einen Hubschrauber. Ein SUV flüchtet mit 1 Million in feinstem Platin von einem bewaffneten Raubüberfall auf Pacific Alloys. Jericho. Das stinkt nach ihm. Und wenn du dir einen roten SUV in der Stadt rauspicken willst, ist ein Hubschrauber der beste Ort. Er startet von dem Helipad in Westlake. Volltreffer, Jones. Bis später. Okay. Eins noch. Du kannst nicht Hubschrauber fliegen. Ich will nicht fliegen. Ich übernehme die Überwachung. Kannst du die Ausdrücke? Autos sind Bodeneinheiten. Den Rest kriege ich schon raus. Okidoki. Als nächstes müssen wir über Marin fliegen, um das Straßenrennen zu finden. Neue Befehle. Wir fliegen nach Downtown und suchen einen roten SUV mit gestohlenem Platin an Bord. Okay, Sir. Ich überwache den Funkverkehr. Sie scannen die Fahrzeuge mit dem Fadenkreuz. Sind sie in der Datenbank, werden sie markiert. Okay. Könnte ein Straßenrennen sein. Das ist gerade nicht meine Priorität. Straßenrennen. Ohne Zeitverschwendung. Haben Sie einen Startplatz gefunden? Oh ja. Nö. Weiter. Wow, was ist das? Alle Notfalldienste vor Ort. Ein Verkehrsunfall. Sieht übel aus. Feuerwehr. Und ein großer Tankwagen. Ja, das ist ein schwerer Unfall. Gott. Oh, sieht man nicht jeden Tag. Ja, das stimmt. Aber egal, den suchen wir nicht. Oh, das war nichts. Das war nix mit Monda. Nix. Nada. Eingehender Anruf. Wo man jetzt keine Zeit hat, wo man jetzt gerade beim Aufnehmen ist, muss einer anrufen. Oh Mann, das Teil geht hoch. Ehrlich, der neue Vogel ist ein Prachtstück. Nee. Ja. Meine Fresse normal. Nichts zu sehen. Sie nicht. Das ist hier auch gar nicht so einfach. Weiter. Ist während des Scan etwas aufgetaucht, Sir? Moment, ich werde ihn mal ab. Ein roter SUV und gestohlen. Der Wagen liegt sehr tief, Sir. Sehr schwere Beladung. Vielleicht haben wir unser Platin gefunden. Also, was haben wir denn hier? Oh, 3 schwere Kisten, die das Leder auf dem Rücksitz ruinieren. Eine Waffe auf dem Beifahrersitz. Das muss unser Mann sein. Holen wir ihn von der Straße. Okay. Wir sollen zum Ziel fahren. Dann machen wir das auch mal. Leute, der fährt sich echt sehr schwerfällig. Und ich habe irgendwie so den Verdacht, wir müssen hier irgendwo rein. Und wenn ich euch sage...
noch einen weiter. Wuhu! Okay. Heute ist irgendwie nicht unser Tag. Erneut versuchen, aber hoffentlich sitzen wir schon in den SUV, genau. Also, was haben wir denn hier? Boah, drei schwere Kisten, die das Leder auf dem Rücksitz ruinieren. Eine Waffe auf dem Beifahrersitz. Das muss unser Mann sein. Holen wir ihn von der Straße. Okay. Da ist er. Okay, die Hälfte geschafft. Jetzt muss ich alles als Beweismittel beschlagnahmen. Aus dem Weg. Hier kommt Mr. Truckman. Aus dem... Ich sag, meine Güte, aus dem Weg. Aus dem Weg. Hier kommt Mr. Truckman. Weil man hier so toll sieht. Wo jetzt lang? Aus dem Weg. Hier kommt Mr. Truckman. Mann, nun geh doch mal weg, ja. Wo verdammt kommen denn diese Typen her? Der Dreckskarre muss ein Sender gewesen sein. Irgendjemand scheint dieses Platin wirklich zu wollen. Ich sag's ja nur ungern, Leute. Aber ich hier sehe das ein wenig anders. Wo muss ich denn lang, alter Mann? Ach, da hinten, okay. Alter Schwede, man hat hier auch nicht allzu viel Zeit. Halleluja. Halleluja. Oh, Halleluja. Bennett, gestohlenes Platin, wieder beschafft. Yeah. Goody, goody. Sonderlieferung. Eine Karre voll Platin, ein sehr verwirrter Fahrer. Und noch einer von Jerichos Plänen auf Eis. Platin ist ein schöner Fang. Aber wenn es Jericho war, ist das nur ein Teil des Puzzles. Könnte sein, dass er was viel Größeres vorhat. Das müssen wir rausfinden, was das ist. Das werden wir auch. Denn wir sind The Bobsies. Okay. Spiel. Leben. Now. Aktuell ein 20 Millionen Dollar Platinraub. Die Diebe konnten der Bay Area Police bei dem riskanten Raub am helllichten Tag entkommen. Kapitel 3. Detektivarbeit. Yeah. Auf jeden Fall. Und wieder ein bisschen Chicky-Chicky-Mucke. Wir fahren erstmal in den Gegenverkehr. Sing, 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 Halleluja. Sing, Halleluja. Sing, Halleluja. Ey, Bitch, weißt du irgendwas, was ich irgendwie wissen muss? Das musst du mir sagen. Musst du mir sagen.
Ich muss ein bisschen singen um die Melodie. Tralalalala. Schakalakalakalakalakalaka. Boogie, 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 boogie. Scheiß GEMA. Ich hasse GEMA. GEMA, ich hasse dich, hasse dich, hasse dich, hasse dich. Shake, 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 shake. Shake, halleluja. Ich weiß nur eins. Das wird grausam. Denn es lädt wieder mal. Shift Ebene 3, rauszoomen, einzoomen. Also das habe ich jetzt geschnallt. Dann bringe ich das Spiel mal wortwörtlich auf die nächste Ebene. Oh Mann, das ist ein Kick. Gut gemacht. Okay. Sehr schön, dann haben wir jetzt ein bisschen mehr, was wir so ein bisschen erkunden können. Was ist das hier zum Beispiel? Beende das offene Rennen, wer der eine erste oder der zweite. Ja, so ein Rennen, das können wir ja mal so auf die Schnelle so machen. Und wir kriegen dann ein paar Willenspunkte und wir schalten auch noch einen neuen Wagen frei. Und hier ist wieder unser Audi TT. Und wir geben Stoff mit unserem Audi TT. Wir sind gut, wir sind besser. Wow, das war very nice, expendable, alter Schwede, Junge. Huh! Wir haben die Abfahrt vorbei. Wir haben die Abzweigung verpasst. Das wird wohl, glaube ich, nichts mehr, oder? Ob wir das noch schaffen? Alter, sind wir gut oder sind wir scheiße? Wowie, wowie, wow. Noch mehr. Scheiße. Wir haben schon wieder eine Abfahrt verpasst. Ah, leck mich doch am Arsch, Alter. So eine Hurenkacke, Alter. Das ist doch Kacke, Alter. Entschuldigung. Also viele Wege führen ja nach Rom. Nur führt dieser Weg ja nun gerade überhaupt nicht.
führt der Weg irgendwie überhaupt nicht dahin, wo wir wollen. Folge deinen Gegnern, dann kannst du sie wählen. Ja, irgendwie scheiße. Aber das machen wir irgendwann anders mal. Und ich würde sagen, hier beenden wir erstmal. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Driver Speed. Bis dann, euer Mr. Yozuka. Ciao, ciao.